Und jetzt lernen wir eine junge Familie kennen. Franziska Holdener, ihren Partner Silvan Lütolf und den gemeinsamen Sohn Simon. Lang haben sie sich sehnlichst ein weiteres Kind gewünscht. Das hat dann auch geklappt. Und im Ultraschall hat man gesehen, es gibt sogar Zwillinge. Die Freude war riesig, aber dann sind die beiden Mädchen viel zu früh auf die Welt gekommen. Über 3 Monate zu früh. Das ist knapp über der Grenze, wo man sagt, dass ein Frühgeborenes eine Überlebenschance hat. Mit was für Schwierigkeiten Zwillingsschwestern Jasmin und Stefanie zu kämpfen haben, das zeigen wir Ihnen ab heute in einer 3-teiligen Serie. Angefangen wenige Stunden nach der Geburt. Und dort ist es vor allem der Jasmin gar nicht gut gegangen. Sie ist gerade mal seit 5 Stunden auf der Welt. Jasmin Holdener, nur 1070 Gramm leicht. Wie viele Frühgeborene hat sie noch Mühe mit der Atmung. Ohne die heutige Intensivmedizin würde sie kaum überleben. Auch schlucken kann sie noch nicht selber. Die Säuglingsschwester entfernt den Schleim aus den Bronchien. Zwischen 22 und 26. Ja. Hans-Ulrich Bucher betreut Jasmin seit der Geburt heute Morgen. Sie hat einen ganz langsamen Herzschlag gehabt, als sie auf die Welt kam, und hat nicht geschnuffelt. Und darum haben wir rasch müssen helfen. Aber haben wir können helfen. Und hat dann einigermaßen geschnuffelt, aber nachher immer Pause gemacht. Und jetzt haben wir eben darum ein Schläuchli in die Luftröhre da und Maschinen, die für sie schnaufen oder mit schnaufen. Zur gleichen Zeit liegt ihre Mutter Franziska Holdener 4 Etagen höher im selben Spital. Ihre Gebärmutter hatte die Zwillinge nicht länger halten können. Sie kamen per Kaiserschnitt auf die Welt. Volle 13 Wochen zu früh. Klar weiss man, dass wenn man Zwillinge erwartet, dass die Chance da ist, dass sie früher kommen und dass man muss liegen. Aber man hat nicht das Gefühl, dass es dann wirklich gerade so früh ist, wie es jetzt wirklich gerade war. Es ist wirklich alles gerade ein bisschen überraschend. Noch hat Franziska Holdener ihre Kinder nicht gesehen oder im Arm gehalten. Bei Jasmin taucht ein neues Problem auf. Der Blutdruck ist tief. Und wir wissen nicht genau, warum. Sie hat schon 2 Medikamente, um den Blutdruck zu stützen. Aber es ist immer noch ein bisschen tief jetzt. Blutdruck messen, das geschieht über die Sonde, die durch ihren Bauchnabel direkt in die Arterie führt. Kaum eine Stelle an Jasmins Körper, die nicht verkabelt ist. Da jederzeit neue Probleme auftauchen können, werden alle ihre Körperfunktionen rund um die Uhr per Monitor überwacht. Ihre Organe sind eigentlich noch nicht parat, dass sie selber funktionieren können. Weil bis dahin und eigentlich immer noch jetzt sollte die Mutter ihr das abnehmen. Schnaufen, verdauen, auch ausscheiden. Und jetzt muss sie alles selber machen plötzlich. Und das ist eine Herausforderung. Jasmins Blutdruck ist für den Moment wieder stabil. Zeit für Hans-Ulrich Bucher, ihre Zwillingsschwester Stefanie zu besuchen. Sie liegt am anderen Ende des Raumes und wird ebenfalls intensiv überwacht. Stefanie ist die kleinere der beiden Zwillinge. Sie wiegt nur gerade 980 Gramm. Trotzdem ist sie die fittere der beiden. Meine Erfahrung, dass die kleineren, die leichteren, meistens die fitteren sind. Also denen geht es häufig besser. Bei Zwillingen. Also die, die irgendwie haben sie auch mehr müssen wehren, schon im Bauch, sind die lebhafteren gewesen im Bauch. Und wenn sie jetzt auf die Welt kommen, sind sie irgendwie schon ein bisschen reifer. Kinderschwester Claudia Gazda ölt Stefanie am ganzen Körper ein. Ein wichtiger Schutz für die papierdünne Haut.
Die Haut ist ja noch viel dünner als bei uns. Die ist einfach noch unreif. Und durch das verliert das Kind relativ viel Feuchtigkeit über die Haut. Und die Haut ist natürlich auch eine Barriere auch, ja, vor Keimen. Und je schneller als die reif wird, desto besser fürs Kind. Obwohl sie die kleinere von beiden ist, kann Stefanie schon ganz gut alleine atmen. Über den Berg aber ist auch sie noch längst nicht. Sie wird wahrscheinlich in nächster Zeit noch ein bisschen Pause machen mit Schnaufen. Das wäre eigentlich das Normale. Und dann überlegen, wie wir ihr helfen können, wie wir überbrücken können, wenn sie vergisst zu schnaufen, wie wir sagen. Stefanie bekommt deshalb eine Maske. Sie unterstützt sie beim Atmen und hilft, die gefährlichen Atemaussetzer zu vermeiden. Ihre Mutter, Franziska Holdener, darf 8 Stunden nach der Geburt zum ersten Mal zu ihren beiden Kindern. Körperlicher Kontakt zur Mutter ist für Frühgeborene wichtig. Parallel zur Brutkasten. Doch statt ihre Mädchen in den Arm zu schließen, muss sich Franziska Holdener vorerst mit einer Berührung begnügen. Ist alles stabil, Blubo, bei mir? Ja, die macht super. Gut. Alles gut. Wie geht's Ihnen? Auch gut, danke. Schön. Gell? Mami ist da. Bist nicht allein. Trotz allem. Ein besonderer Moment. In den nächsten Tagen wird Franziska Holdener ihren Kontakt zu den Kindern vertiefen können. Jasmin und Stefanie haben Glück, dass sie nicht noch früher geboren wurden. Ab der 26. Schwangerschaftswoche haben Frühchen heute gute Überlebenschancen. Die erste Nacht beginnt für die beiden Zwillinge. Im Schutz der Dunkelheit. Damit sie sich möglichst früh schon an den Rhythmus von Tag und Nacht gewöhnen können. Ja, ob sich der Zustand von der Jasmin und der Stefanie stabilisiert, was da für neue Herausforderungen aufs Betreuungsteam zukommen, das sehen wir dann im nächsten Puls.